Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim KSC am Sonntag um 13.30 Uhr im Wildpark. Die Stadiontore öffnen um 12 Uhr, die Tageskassen im Gastbereich ebenfalls um 12 Uhr. Wir haben 500 Tickets im Vorverkauf abgegeben und rechnen mit 750 Eintracht-Fans, die uns nach Karlsruhe begleiten werden. Ja, Jens, herzlich willkommen auch an dich. Am Sonntag gab es den ersten Sieg der Saison gegen Schalke. Wie hast du die Stimmung in der Mannschaft wahrgenommen? Ist da auch so ein bisschen Druck abgefallen? Ja, ne, das habe ich ja schon im Vorfeld gesagt. Das ist eine andere Woche gewesen, so also in der Kabine als auch auf dem Trainingsplatz. Da waren schon alle ein Stück weit gelöst oder gelöst, ja, und trotzdem war es halt fokussiert, weil wir alle wissen, es muss halt weitergehen. Und also es war auch sehr konzentriertes Arbeiten in der Trainingswoche und deswegen bin ich jetzt also relativ zuversichtlich, dass wir ein bisschen Schwung aus dem Spiel mit nach Karlsruhe nehmen können. Es geht zum Tabellenvierten. Der KSC ist mit je einem Sieg, einer Niederlage und einem Unentschieden in die Saison gestartet. Was wird auf deine Mannschaft und auf die Jungs zukommen? Ja, also wir haben sie uns jetzt schon ein Stück weit genauer angeschaut. Das ist natürlich eine klare Ballbesitzmannschaft, die da jetzt sich in den letzten Jahren unheimlich gut entwickelt hat. Jetzt mit Stindl nochmal einen Spieler dazugekriegt hat, der natürlich über reichlich Erstliga-Erfahrung und Nationalmannschaftserfahrung verfügt, der ja auch diese ganze Mannschaft und die Jungs ringsrum auch noch mal besser machen kann. Aber, und das muss man auch sagen, sie haben natürlich jetzt im Pokal und auch in Wien auch Probleme bekommen, nicht das alles so umsetzen können, was sie zum Beispiel zu Hause gegen HSV oder auch in Osnabrück noch geschafft haben. Also sie haben dann natürlich auch ihre Themen noch, die sie auch noch bearbeiten müssen. Aber grundsätzlich sollten wir uns schon darauf einstellen, auf eine Mannschaft, die wahrscheinlich etwas mehr als wir den Ball hat und dann natürlich vorne auch über eine Menge Lösungen verfügt, sowohl über den Flügel, wo sie, ich glaube, ligaweit die Mannschaft ist, die meisten Flanken reinspielt, über Heise oder Jung und dann aber natürlich auch zwei gute Stürmer und dann genügend Mittelfeldspieler, die nachrücken. Also offensiv haben sie schon eine Wucht und da müssen wir schon auch genauso wie gegen Schalke gerade auch defensiv unseren Job gut machen. Wie sieht es personell vor der Begegnung aus? Ja, also durch Brians gelb-rote Karte da in der letzten Minute fehlt uns dann natürlich ein Spieler gesperrt. Dazu ja Sidi Sané, der ja noch immer sein Reha-Programm abspult. Für Sebastian Griesbeck wird es wahrscheinlich nicht reichen und für Luke wahrscheinlich auch noch nicht. Das ist also alles noch ein Stück weit zu früh. Also die vier, die werden auf jeden Fall wahrscheinlich ausfallen. Vielen Dank dann bis dahin und dann eröffne ich einmal die Fragerunde. Leo Hartmann von der Braunschweiger Zeitung. Ja, hi. Jetzt hat auch Robert Ivanov die Woche so ein bisschen dosiert trainiert, aber seinem Einsatz steht jetzt in Karlsruhe nichts im Wege, ja? Also Stand heute nicht. Also das war eine Vorsichtsmaßnahme, das ging schon am Mittwoch früh so ein bisschen los und da haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt kein Risiko ein, also gerade auch mit dieser. Und er hat heute schon ein bisschen mehr gemacht. Und ich denke, wenn er morgen das Abschlusstraining absolviert, dass er dann seine OK gibt. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nie, aber grundsätzlich sollte er bereit sein. Daran angeschlossen, wie froh wären Sie denn in den Wochen, die jetzt vor uns liegen, auch mal auf dieselbe Abwehrformation setzen zu können? Bisher mussten Sie ja, glaube ich, wirklich jedes Mal wechseln. Ja, das wird es hier und da natürlich, dass sich ein paar Abläufe natürlich auch festigen, einfacher machen, wenn du in derselben Formation spielen könntest. Aber es ist, wie es ist. Da müssen wir schauen, was wir da jetzt auch für eine Lösung finden. Ich glaube, da sind wir noch nicht mit allen Überlegungen durch. Da sind wir noch ein bisschen am Puzzeln, wie wir das jetzt dann genau machen. Wir haben schon ein paar Ideen, aber da haben wir morgen den Tag nochmal und dann werden wir es final festlegen für uns, wie wir dann halt am Sonntag gegen Karlsruhe beginnen, auch in der Defensive. Können Sie uns da ein bisschen in die Puzzlei mitnehmen? Sie müssen natürlich jetzt nicht auch den Karlsruher nicht Ihre letzte Idee schon verraten, aber welche Optionen gibt es denn, um dann da hinten Griesbeck und Behrendt beide zu ersetzen? Ja, Saule Dicarli hat komplett trainiert, ist ja auch eingewechselt worden in der Schlussphase. Niko Kiewski ist fit und Danilo Wiebe hat es ja in der letzten Saison auch gespielt. Also deswegen, das sind die drei Kandidaten, die da in Frage kommen. Und im Anschluss würde auch ein Systemwechsel in Frage kommen oder halten Sie jetzt erst einmal an dieser Dreier- respektive Fünferkette fest, weil es jetzt auch gegen Schalke natürlich mit der Null gut funktioniert hat?
Ja, also wir müssen natürlich schon im Spiel auch immer situativ mal auch anpassen. Deswegen ist das jetzt immer auch ein bisschen fluide. Also das heißt, es ist beweglich. Es ist mal eine Dreierkette, mal eine Vierer, mal eine Fünferkette. Und das wird es in Zukunft auch so bleiben. Also dass wir dann halt schon, auch wenn wir, okay, wir gehen nominell erstmal so mit so einer Kette ins Rennen, aber dann verschiebt sich im Spiel ja so und so. Und da müssen wir uns dann schon auch wieder anpassen. Und mit Ball ist es dann halt auch immer mal, gibt es dann halt auch immer mal Veränderungen, dass wir sagen, wir bauen eher vielleicht zu viert auf oder wir bauen zu dritt auf. Das muss halt immer so, das gibt auch ein Stück weit der Gegner vor, mit wie vielen Leuten laufen die vorne an. Und da sollte man dann halt schon auch relativ flexibel reagieren. Das haben wir eigentlich jetzt in den letzten Spielen schon mal besser gemacht. Und da wird uns der KSC sicherlich auch die eine oder andere Aufgabe stellen und die gilt es dann zu lösen. In welchen Bereichen sehen Sie denn Ihre Mannschaft im Vergleich zu den letzten Spielen verbessert, wenn man so eine Art Entwicklung aufzeichnet? Naja, eigentlich in allen Bereichen. Also ich glaube, wir hatten mehr Torabschlüsse, wir hatten auch mehr klare Torabschlüsse, also wo wir dann wirklich auch eine Chance hatten, ein Tor zu machen. Wir hatten, glaube ich, mehr Ballbesitzphasen als zuletzt und wir haben auch besser verteidigt. Also das, ich glaube, da haben wir in allen Bereichen einen Schritt nach vorn gemacht, aber das gilt halt nur, das weiter aufrechtzuerhalten. Weil das wird jetzt nochmal eine Aufgabe gegen eine Mannschaft, die zweimal verloren hat, die auch mit ein bisschen Wut im Bauch gerade zu Hause in ihrem neuen Stadion, in ihrem Schmuckstückchen da natürlich unbedingt drei Punkte da behalten wollen. Und ich habe da schon nur mal ein paar Mal gespielt und da weiß ich auch schon, dass Christian Eichner da seine Mannschaft noch in solchen Phasen dann auch schon auch scharf macht. Ich wollte mal nachfragen, Youssef Amin, wie ist so der Stand bei ihm? Ist er auch mal ein Kandidat reinzukommen, auch mal länger reinzukommen? Ja, für ihn ist es nicht ganz so einfach, gerade auch mit dem Wechsel, sage ich mal so, dass wir halt ein bisschen die Grundordnung da angepasst haben. Und er hatte schon auch noch ein paar Probleme, sich von der Art und Weise Fußball, wie wir es spielen, zu der, wie es dann halt in Holland war. Deswegen, er ist fleißig, er ist dran, er versucht dann auch im Training hier und da mal mehr zu machen. Aber so, dass man jetzt sagen kann, es ist jetzt schon explodiert, es wird besser. Aber also so jetzt, dass ich sage, er wäre jetzt schon ein Kandidat, der uns richtig helfen kann, das sehe ich jetzt im Moment noch nicht. Aber der ist ja noch jung und der hat eigentlich genügend Potenzial und bringt grundsätzlich so viele Sachen mit, die wir auch gerne auf dem Platz hätten. Aber es gilt halt dann, die Sachen auch umzusetzen auf dem Platz. Jetzt ist das Transferfenster noch eine Woche geöffnet. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie noch Verstärkungen bekommen? Ja, also schon. Also ich denke schon, dass wir vielleicht da nochmal was tun können. Aber das haben wir ja schon in der Vergangenheit dann gesagt, dass das kommt oder es kommt nicht. Und wir müssen ja dann alle Dinge so nehmen. Ich glaube, der gesamte Verein ist da halt auch relativ bemüht. Und dann müssen wir sehen, ob wir dann irgendwo irgendwelche Sachen noch realisieren oder nicht. Hätten Sie Andreas Vogelsammer gern gehabt? Das ist alles Spekulation hin und her. Also das heißt, klar, das ist ein Spieler, der eine Menge Erfahrung hat, der aber auch schon noch nachgewiesen hat, dass er dann halt schon unangenehm zu spielen ist. Das wäre schon ein Spieler, der auch bei uns gut passen würde. Weitere Fragen? Die Radiokollegen, vielleicht auch die, die sich digital heute dazu geschaltet haben. Frank, Frage? Ja, dann Frank Kornert von Radio SAW. Mikro kommt. Anthony Uccia hat gesagt, es gibt sehr viel Sicherheit, wenn der Ivanov hinten spielt und macht das Spiel ruhiger. Haben Sie auch den Eindruck, dass das wesentlich überlegter dann ist, wenn der jetzt Chef im Ring ist? Ja, das müssen wir abwarten. Das ist, an dem Tag hat das funktioniert und dann kommen die nächsten Tage und der Gegner hat vielleicht ein bisschen eine andere Idee und dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Wir werden das sehen. Also wir hoffen das für uns alle, dass wir halt mit Robert, dass er dann da jetzt uns dann eben auch hilft, gerade in diesen Phasen mit Ball auch von hinten heraus dann ein paar andere Lösungen noch zu finden. Aber das ist wie immer so. Das ist halt, der nächste Gegner stellt uns andere Aufgaben und da müssen wir sehen, ob wir die dann halt auch lösen können. Und das gilt für Robert so. Wir wünschen uns das alle, dass er dann schon auch der ist, der uns da ein Stück weit hilft. Wo wir gerade bei Toni sind, er hat von seinem Kollegen Philipp auch ein bisschen geschwärmt, hat gesagt, er hat einen Mords-Torschuss, den würden wir natürlich gerne noch mal sehen, aber der kommt immer nur so kurz rein.
Oh, er war jetzt schon deutlich länger, glaube ich, drauf auf dem Platz und er hatte jetzt schon noch seine Abschlüsse und hat schon auch gezeigt, was er kann. Also, der war scharf, mir wäre es ja lieber gewesen, der wäre platziert hinten in die lange Ecke gegangen, aber klar, das hat er ja schon auch im letzten Jahr gezeigt, dass er dann schon auch vorm Tor weiß, was zu tun und zu lassen ist. Und das ist immer gut, wenn man so jemanden in der Hinterhand hat. Ja, ich glaube so, das muss man ja auch sagen, dass Fabio schon noch für uns wichtig ist im Moment mit seinen Läufen, auch mit den tiefen Läufen. Und da, wo er dann schon noch so eine Kette ein bisschen vor ein paar Probleme stellen kann. Aber das wird auch klar, auf dem Niveau wird er das nie oder selten über 90 Minuten schaffen. Deswegen muss dann der Nächste schon parat sein. Und das kann auch mal schon zur Halbzeit sein, dass man dann auch mal müde ist. Wer für mich sehr auffällig ist, ist der Gomez, der sehr, sehr viel läuft und eigentlich sehr mannschaftsdienlich ist. Ist das seine Rolle? Ich glaube, in Braunschweig muss jeder mannschaftsdienlich spielen, egal ob er im Tor ist oder ob er dann die Elf ist oder wie auch immer. Also dass wir leben davon als Mannschaft und wir können auch nur als Mannschaft Dinge besser auffangen, als wenn wir jetzt uns über individuelle Klasse oder irgendjemanden glänzen lassen und alle anderen müssen dafür mitarbeiten. Das wird bei uns nicht funktionieren. Deswegen ist es für Joe auch wichtig, dass er viel auch arbeitet, viel unterwegs ist und dann kommt er halt auch in Situationen, wo es für ihn auch einfacher ist, mit Ball dann halt gute Lösungen zu finden, wie jetzt eben der Ballgewinn gehört eben dazu, um diesen guten Ball auf Toni zu spielen, dem vorletzten Ball vorm Tor. Und darum ist es halt wichtig, dass man eben doch gut mitarbeitet für uns. Und das hat er jetzt in den letzten zwei Spielen wirklich auch sehr gut gemacht. Ich fand Tonis Leistung auch gut, aber er hat gesagt, das wäre nicht sein Tag gewesen. Ja, gut, er hat kein Tor gemacht, aber sonst, also, glaube ich, war alles gut. Absolut, also ich war total zufrieden, weil er hat ein Tor vorbereitet. Und er hat viele Bälle festgemacht und auch viele Chancen noch gehabt oder selber immer irgendwo war er ein ständiger Gefahrenherd. Und ja, hätte ich ihn natürlich auch gewünscht, dass er das 2-0 macht, wäre dann auch für mein Herz ein bisschen einfacher gewesen, irgendwie 3 Minuten noch mal mich entspannt auf die Bank zu setzen. Aber das hat er schon auch den Laufweg. Ich bin total zufrieden, wir sind froh, dass wir ihn haben. Und wir hoffen auch, dass er halt noch eine Weile auf dem Level eben auch jetzt auch in der Saison eben bleiben kann. Es werden schon noch unangenehme Aufgaben auf uns zukommen und dann braucht man einen Toni Uccia in so einer Form, wie er im Moment ist. Dann schaue ich nochmal in die Runde. Gibt es weitere Fragen aus dem digitalen Bereich? Nein, das sieht nicht so aus. Dann vielen Dank und wir sehen uns am Sonntag im Wildpark.